Test ist da. Ich bin da. Wir haben 6 Uhr morgens. Jetzt müssen wir uns natürlich mal wieder einen kleinen Überblick verschaffen. Die Quests sagen, wir sollen gegen Bolton antreten. Das werde ich, weiß ich nicht, wenn dann höchstens zum Ende des Streams in Angriff nehmen. Die Proben zu Infinigen bringen, da brauchen wir noch das Einhorn. Wo ich vermute, und ich glaube, ich liege nicht falsch, dass es im Wald ist. Und das Turnier am Hafen, das werden wir jetzt auch noch nicht machen. Wir lassen jetzt es einfach mal so und kümmern uns heute mal tatsächlich ein bisschen um den Hof. Denn alles andere bringt es jetzt nicht wirklich. Einen wunderschönen guten Morgen, Concordia. Birch ist auch da, der hält mir schon seine Satteltaschen hin. Wir haben ja hier hinten schon unsere Beschwörer hingebaut. Wir haben immer noch 15 Rufe. Wir müssen den Ruf natürlich noch weiter erhöhen. Wir haben hier schon den Kuhbeschwörer und den Pangunbeschwörer. Ich befürchte, dass wir von denen noch mehr brauchen. Wir müssen zusehen, dass wir Futter für die Tiere kriegen, dass die nicht immer mit 1, 2 Futter auskommen müssen. Und den Baum werde ich jetzt tatsächlich mal umpflanzen, glaube ich. Aber erst holen wir uns die Äpfel davon. Die brauchen wir, glaube ich, für das Pangolinfutter, wenn ich mich nicht täusche. So. Und dann nehmen wir mal die 3 und machen das hier weg. Zack. Haben wir den jetzt da? Nee, ne? Den müssen wir tatsächlich neu machen. Den müssen wir tatsächlich neu machen. Aber das ist nicht schlimm. Denn wir müssen ja erstmal unsere Tierchen umziehen. Michi, einen wunderschönen guten Abend. Guck mal, schon 9 Uhr. Ich habe gerade mal so 3 Früchte gesammelt und euch gezeigt, was wir noch so machen müssen. Und schon ist die Zeit wieder hinüber. Und wenn ich dran denke, dass die Zeit im Wald noch schneller vergeht, da wird mir jetzt schon wieder flau im Magen. Essen habt ihr noch? Zeig mal, wie viel habt ihr da noch drin, ne? Warte. Oh. Oh ja, ihr habt noch genug. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, Panguneier. Panguneier. Hallo, ihr Kleinen. Haben wir hier schon welche drin? Jo, haben wir. Wir haben sogar schon Pangolinfleisch hier drin, siehste. 2, 4, 6 Eier haben wir schon tatsächlich. Wow. Sehr schön, sehr schön. Und was wir machen müssen heute, sind Angelköder und Angeln. Definitiv angeln. Wir müssen hier echt die Köder machen. Graskarotte, Ratteapfel, Pilz, Kartoffel. Ja, da brauchen wir natürlich. Oh, wow, wow, wow. Da müssen wir jetzt hier mal so richtig ran. Seemöwenei gehört uns. Guck mal, schon 10 Uhr. Noch nichts gemacht, noch nichts fertig. Gehen wir einmal golfen. Die Punkte brauchen wir ja trotzdem. Und wir sind Level 18, sehr schön. Inventar ist voll. Natürlich ist das Inventar voll. Und jetzt ist das Problem, jetzt muss ich immer ewig weit laufen, um an mein Lager zu kommen, was für mich sehr, sehr ärgerlich ist. Von daher, bitte lass mich Äpfel ereinen. Tomaten. Die können wir hier noch reinschmeißen. Jawohl, die passen noch. Dann haben wir hier die Frucht. Da passt auch noch ein bisschen was rein. Sehr schön. Reis ist voll, natürlich. Pilze sind wahrscheinlich... Nein, die sind nicht voll. Sehr gut. Huch, du kommst da nicht rein. Dicker Rotka, die brauchen wir auch. Definitiv mehr. Da müssen wir echt viel, viel mehr sammeln. Eier sind voll, ne? Ja, Kartoffeln sind wahrscheinlich auch voll.
Nein, wir brauchen Kartoffeln. Oha. Oha. Das ist nicht gut. Ja, definitiv, wir müssen hier Kartoffeln. Mandragora weiß ich nicht, ob wir brauchen. Wir nehmen sie mal mit, vorsichtshalber. Wer weiß, wozu es gut ist. Und wenn wir schon so viel Reis in der Tasche haben, dann tut der kleine Rest nicht auch noch. Guck mal, da müssen wir Mandragora müssen wir Saat machen. Bei Mandragora müssen wir Saat machen. Oder warte, wir lassen das so. Wir werden jetzt soweit alles abernten. Saat können wir trotzdem machen, können wir in die Kiste tun. Aber wir werden jetzt soweit alles abernten. Auch das Feld muss neu gemacht werden. Ja, mehr geht natürlich nicht. Dann machen wir auch noch ein bisschen Reissaat. Apfelbaumsaat. Müssen wir. Haben wir nicht noch irgendwo einen Apfelbaum? Haben wir noch einen Apfelbaum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bin der Meinung, wir hatten irgendwo noch einen Apfelbaum als Saat. Erstmal packen wir unsere Kartoschkas weg. Also da werden wir in nächster Zeit ein bisschen mehr brauchen. Allein wegen dem Teig und der Geißkartoffel etc. So. Mandragora. Oder hatten wir von der schon eine gemacht? Nee. Muss ich da aber einmal trotzdem durchgucken. Warte mal, hier in dem Lager ist nichts. Okay. Da haben wir Fische und Ratten. Da haben wir noch Seegras. Surimi. Hypnofisch haben wir noch. Also angeln müssen wir auf jeden Fall heute noch. Und das Holz passt wahrscheinlich gar nicht mehr in die Holzkiste rein, richtig? Oh doch, das passt noch. Siehste. Hallo Häcksele, einen wunderschönen guten Abend. So, Krabi Krabmann kommt da rein. Hier haben wir noch diese Tiefseekrabbe. Wer weiß, wir müssen es aufheben, da kommen wir nicht drum herum. So, jetzt werde ich mal die Panguns zu den Kühen locken. Denn bevor die abhauen, ich will das ja hier alles umbauen. Ach, Menno. Entschuldigung, ich habe nicht bedacht, dass du da ja nicht von alleine durchkommst. Komm mit, komm. So. Euren Futternapf bringe ich auch gleich hierher, keine Panik. Du kommst auch mit. André, einen wunderschönen. Oh Gott, einen wunderschönen guten Abend. Komm mit. Ha, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. So. So. Perfekt. Jetzt gucken wir mal, dass wir euren Futternapf auch erstmal rüberkriegen. Natürlich, schon 6 Uhr. So. 3. Okay. Nein, 3. So. Wir müssen euch ja wenigstens für die Nacht euer Fressen hier hinstellen können, ne? Das muss ja wohl drinne sein. Auf C war das, ne? Da, den. Können wir den hier nicht hinstellen? Warum nicht? Doch, können wir doch, ne? Hey! So. Nein! Bleib mal schön hier. So. Ich weiß, es ist momentan ein wenig eng für euch, aber ihr werdet bald getrennt. Keine Angst, keine Angst. So.
Das ist schon gleich wieder Nacht. Ich dreh durch. Und die Tenorspinnen singen schon wieder. Sie singen schon wieder ihr Liedchen. Das eine Huhn ist draußen. Ja, du hast richtig geguckt. Ach, Pangun. Komm mit. Wird doch dunkel, komm. Ach. So. Hier hast du auch was zu fressen. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich die zusammen da in eingefärcht habe, aber das muss jetzt leider einmal so dauern. So, haben wir da noch einen? Nee. Das war's. Nicht, dass sie sich kreuzen. Ja, ich hoffe auch, dass das nicht passiert. So. Nee, jetzt fängt das ganze Prozedere natürlich nochmal an. Aber was sein muss, muss sein. Das kann ich da nicht, vor Gott sagen, kann ich das da nicht hinstellen. Da kann ich... Ah, das ist aber doof, wenn ich das da nicht an die Mauer stellen kann. Dann können die ja abhauen, wa? Da muss da eine Kiste hin. Da kommen wir nicht drum herum. Wir wollen ja nicht übermäßig viele haben, oder? Wir wollen ja nicht übermäßig viele haben, also bleibt es ja dabei, dass wir das nicht so groß machen müssen, ne? So. Ich glaube, das reicht, oder? Oh, das wird nachher für die Kühe zu klein, ne? Das wird ja dann jetzt nachher für die Kühe zu klein. Das muss so gehen. Warte, nein, größer nicht, natürlich nicht größer. Also die Ecken müssen wir definitiv dicht machen, sonst hauen uns die Tiere ab. Oh, 1 Uhr nachts. Da müssen wir gucken, dass wir die Kühe hier hinstellen, ne? Wie viel Holz haben wir denn noch? Nicht genug. Nicht genug. Ach nein, auch. Ja, wenn ich dich schon gerufen habe, dann komm mit. Wenn ich dich denn schon gerufen habe, dann musst du halt mitkommen. So. So wird ein Schuh draus. Und jetzt können wir doch die große Kiste doch schon mal machen. Diese hier, ne? Oh Gott, da brauchen wir dieses Holz. Warte. Ja, ja, jetzt wird hier nicht schlafen gegangen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen arbeiten. Komm, mein Freund. Tu dich mal hier jetzt nicht so schwer, ne? Das geht so nicht, das geht so nicht. Haben wir hier? Haben wir schon? Da haben wir schon, ne? Ah, warte, wir müssen die heute, wir müssen das Holz schlagen. Wir kommen nicht drum herum. Ist da noch eine Frucht dran, ne?
Da war definitiv noch eine Frucht vor. Natürlich. Ei der Daus, ei der Daus. Die Wege sind unendlich lang. So. Wir brauchen das Holz. Von dem Baum, was wir schlugen. So. Wir schütteln den nochmal vorher. Was sein muss, muss sein. Wir haben jetzt wieder unendlich lange. Ja, ist voll, klar. Wir haben jetzt wieder unendlich lange 2 Uhr, aber das müssen wir jetzt mal machen. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu dunkel. Ah, von denen haben wir noch einen Erwin-Samen gemacht. Ah, okay. Dann brauche ich mir ja keine Gedanken machen darüber. Warte. Warte, bevor wir das vergessen. Morgen muss der Baum nämlich wieder stehen, damit wir da neues Holz bekommen. So. Ich komme her. Der Weg ist aber auch immer weit, Herrgott. Zack, 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 renn hier. Und jetzt können wir die große Kiste machen. Gott sei Dank kostet das immer nur ein Pangunei. Aber wieso? Echt jetzt? Das können wir nicht an die Mauer stellen. Ah, Birch! Geh dahin. Möchte das gerne da an die Mauer stellen. Das ist nämlich doof, wenn ich da jetzt, wenn mir da die Tiere abhauen. Das geht nicht. Ja, da werden doch da auch nicht die Tiere abhauen, oder? Das ist aber doof, oder? Das finde ich jetzt extrem blöd. Weil da muss ich die ja wirklich einfärchen, ne? Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Nee, 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 das ist natürlich viel zu klein. Das ist ja wohl klar, ne? Da sind wir uns ja wohl einig, dass das viel, viel, viel zu klein ist. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Nee, 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 nee. So ein kleines Gatter wollen wir denn doch nicht machen. Das tut mir in der Seele weh, das könnte ich nicht verantworten. Natürlich ist das Inventar voll. Wer hätte es gedacht? Ja, wenn das so weit wegstehen muss, dann ist das so. Dann stellen wir das eben halt so weit weg. Nein, och. Der hat das dahingestellt. Ich glaube, ich spinne.
Das Gute ist, in diesem Spiel kriegt man seine Ressourcen wieder. Wenigstens geht keine wertvolle Zeit verloren. Und bleibt auf 2 Uhr stehen. So. Zack. Und die Kiste, die stellen wir dann nicht hier rein, weil das sieht doof aus. Wir stellen die Kiste einfach erstmal hier vorne ran. Zack. So. Ein weiter. So. Und dann gucken wir mal, wie viel Platz wir hier drin haben. Oha, so groß wie unser Inventar. Siehste. So, alles, was Pangu-Zeug ist, kommt hier rein. Sehr schön. Die Tiere schlafen jetzt. Oh, Eier. Milch. Milch. Ja. Zack, zack. Und die singen immer noch. Gib mir doch mal das Ding hier. Zack, 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 zack. So. Bei. Abbauen. Vier. Ob beide mir folgen? Du und du? Oh, die folgen mir beide. Oh, wie schön. So, mitkommen. Ah, das machen wir gleich. Erstmal kriegt ihr euer neues Zuhause. Trottel, 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 trottel. Oh, wie schön sie hier durch die Gegend trotteln. Ne, ja. So, und euer Futternapf kommt genau mittig, damit ihr euch hier richtig schön austoben könnt. C. Futternapf. Und komm doch mal weg. Ich würde das gerne mittig stellen. So. Zack. So. Sag jetzt nicht, das eine Huhn ist wieder abgehauen. Herrgott. Hast du Probleme mit mir? Hier rein. So. Guck mal, wie schön ihr das habt. Ja, dann haben wir schon mal ein Gehege umgezogen. Das zweite werden wir wahrscheinlich, die Kühe werden wir wohl hier hinten hin machen müssen. Haben wir noch Holz? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Und Erwin Frucht und Erwin Baumholz haben wir auch noch. Morgen früh können wir gleich wieder ernten gehen. Weil wenn wir das jetzt machen, wird morgen früh nichts da sein. Dieses Lagersystem, das große, ist natürlich viel, viel besser, ne? Viel, viel besser. So, hier rein, hier rein, hier rein. Das geht. Oh, ich habe noch ein Ei in der Tasche. Das Huhn will da weg. Das Huhn hat gerade ein schönes Zuhause gekriegt. Das hat gerade ein wunderschönes Zuhause gekriegt. Also bitte. Die Frage ist jetzt, wollen wir die Kühe auch noch umziehen lassen? Du und du mitkommen. Keine Müdigkeit vortäuschen, mitkommen. Put, 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 put. Ihr seid so dämliche Kühe, ehrlich. Hier rein.
So. Ihr kriegt jetzt gleich was zu fressen, aber erstmal baue ich euer Zeug ab. Da machen wir jetzt hier kein langes Federlesen. Den Erwin-Baum abgebaut. Das war blöd, aber wir haben ja noch Gott sei Dank einen Samen.